Wie versprochen gibt es heute das Video über GTA 6, wie heftig, umfangreich das Spiel tatsächlich wird in Sachen Preis, Größe im Vergleich zu GTA 5, Story-Mission, Nebencharaktere, DLCs und so weiter und so fort. Der Preis ist sehr interessant, der wurde geleakt, den haben viele von euch wahrscheinlich schon gehört. Wenn ich euch jetzt aber sage, was alles passieren soll, ist der Preis meiner Meinung nach mehr als gerechtfertigt. Und wie gesagt, das Spiel hat über 2 Milliarden Euro oder Dollar geschluckt. Und ich denke, da kann man schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Das wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders sehen. Und dadurch, dass das Spiel wahrscheinlich nur auf den Next-Gen-Konsolen kommt und man da vernünftige Grafik erwarten will, kann man wahrscheinlich sowieso erwarten, dass es teurer wird. Wir fangen einfach mal an. GTA 6 soll über 100 Story-Missionen haben. Und es soll wohl laut Insidern angeblich schon bestätigt sein, dass wir 7 Story-DLCs bekommen für die Hauptcharaktere. Über 2 extra DLCs mit 2 neuen Charakteren habe ich schon mal gesprochen. Eine Story, ich habe jetzt mir nicht mehr gemerkt, wie die Charaktere hießen und um was es da genau ging. Ich versuche dran zu denken und verlinke euch das nochmal. Eins spielt, bevor GTA 6 eigentlich losgeht, also so ein bisschen eine Vorstory. Und eins läuft parallel zu GTA 6. Zwei verschiedene Charaktere auf jeden Fall. Einer kommt aus dem Knast, einer ist ein Junkie oder sowas, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. Das macht es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr umfangreich. Dann soll es angeblich so sein, dass wir Teile der alten Maps wie San Andreas oder Liberty City betreten können. Ob das Teil der gesamten Map ist oder ob wir einen Teil der alten Maps über Flugzeug, du fliegst dahin, ab auf den Flughafen und so weiter, betreten können, kann ich nicht sagen, weil das Gerücht geht auch rum, dass wir nach Asien fliegen können oder angeblich Kuba und da so ein paar Missionen haben. Das zeigt schon mal, wie umfangreich das angeblich werden wird. Dann gibt es Comeback-Gerüchte für Michael, Trevor und Franklin aus GTA 5. Hier steht aber auch nicht wirklich fest, ob du die selber spielen kannst oder ob die vielleicht einfach nur mal kurz auftauchen oder als NPCs irgendwie wählbar sind und dich vielleicht unterstützen, wenn du Hilfe brauchst und so weiter und so fort. Und auch, und das habe ich relativ weit am Anfang, das war glaube ich sogar mein allererstes GTA 6 Leaks Video, CJ aus San Andreas soll wohl angeblich auch ein Comeback feiern. Mit nunmehr dann über 50 Jahren. Und Tommy Vercetti passt natürlich zu Vice City mit über 73 Jahren. Da können wir wahrscheinlich fast schon von ausgehen, dass der irgendwo auftauchen wird. Irgendwie, irgendwo, irgendwann wird auf jeden Fall richtig, richtig legendär werden. Dann soll es, wenn ihr das alles mal so ein bisschen zusammenfasst, was ich jetzt gerade gesagt habe, soll wohl GTA 6 angeblich 3-mal und nicht wie ursprünglich gedacht 2-mal größer sein als GTA 5. Hier müssen wir natürlich nicht nur die Kartengröße, die gesamte Größe der Map irgendwo mit einbeziehen, sondern im Allgemeinen. Die Größe der Map wird wahrscheinlich nicht 3-mal so groß sein, aber der allgemeine Umfang mit Nebenmissionen, Hauptmissionen, Charakteren, die spielbar sind und so weiter und so fort, wird es wahrscheinlich ein Gesamtpaket von 3-mal so groß wie GTA 5 und das soll den Preis von fetten 150 Euro rechtfertigen. Das soll der Grundpreis sein. Ob das stimmt oder ob wir trotzdem wie jedes andere Spiel um die 50, 60, 70 Euro bezahlen, bleibt abzuwarten. Ich bin der ehrlichen Meinung, bei dem Umfang, den wir geboten bekommen, sind 150 Euro meiner Meinung nach gerechtfertigt, auch wenn die vielleicht von euch nicht jeder hat oder das vielleicht nicht ganz so geil findet. Aber ich gehe davon aus, dass in diesen 150 Euro dann die 7 Story-DLCs für die Hauptcharaktere dabei sind und hoffentlich natürlich auch die 2 DLCs mit den neuen Charakteren, dass das vielleicht ein Gesamtpaket ist und du kriegst dann alles andere kostenlos hinterhergeschmissen, so wie wir es zum Beispiel bei The Witcher kennen. Das hast du einmal bezahlt und dann hast du jedes einzelne DLC hinterhergeschmissen bekommen. Die haben dann eben nicht so nach deinem Geld gegeiert. Das ist soweit das, was ich in Sachen Umfang von GTA 6 euch sagen kann. Freut euch auf jeden Fall noch auf die nächsten Videos, die ich vorbereitet habe. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten. Bis zum nächsten Video halt. Macht's gut. Ciao.